Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Guten Abend, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Erkennen Sie die Melodie zum 40. Mal? Fast etwas mehr als 3 Jahre. Und auch heute haben wir wieder Gäste, die Sie hoffentlich mögen. Aus New York von der Metropolitan Oper Rosalind Elias, eine berühmte Carmen. Aus Paris Marlene Scharell und die beliebteste deutsche Operettendiva Margit Schramm. Und hier haben wir die Monika. Dr. Heindl. Guten Abend, lieber Doktor. Und 3 Kandidaten, von denen wir glauben, dass Sie sie sehr sympathisch finden werden. Darf ich Sie bitten, aufzutreten? Grüß Gott. Grüß Gott. Nehmen Sie Platz, Sie wissen. Grüß Gott. Sie kennen Ihren Platz, Herr Daues? Ja, hier drinnen. Das ist also das Fräulein Angelika Kunz, unsere Operettenkandidatin. Fräulein Kunz kommt aus Augsburg und Sie sind von Beruf? Ich bin Verwaltungsangestellte beim Bischöflichen Bauamt. Beim Bischöflichen Bauamt in Augsburg, da gibt es ja viele schöne Bauten zu verwalten. Ja. Wird auch viel gemacht für die Bauten? Doch, doch, das ist sehr viel Arbeit. Ich glaube. Wie kommen Sie zur Musik? Ach ja, mir hat Musik eigentlich immer schon interessiert. Und spielen Sie selber Instrumente? Ein bisschen Klavier, aber nicht sehr gut. Sagen Sie mal, Sie sind längere Zuseherin unserer Sendung. Ja. Es würde mich mal was interessieren. Haben Sie irgendwelche Wünsche, haben Sie irgendwelche Kritik an der Sendung? Ach ja, manchmal, da hat es mich vielleicht ein bisschen irritiert, die Musik bei dem Karussell. Beim Ratekarussell, naja, das ist der Sinn der Sache, dass man es etwas verfremdet. Ja, ne? Ja, sicher. Aber es ist trotzdem, das erschwert die Sache natürlich. Ja, und für die Kandidaten ist es noch schwerer, weil die müssen nicht nur die verfremdeten Melodien erkennen, sondern sich auch noch drehen lassen und aufpassen, dass sie nicht rausfallen. Ja. Das werden sie dann erleben. Aber trotzdem, heute sind wir hoffentlich, was die Musik anlangt, leichter geworden und nicht so sehr verfremdet. Zunächst aber Ihre erste Operettenfrage, Margit Schramm. Thank you.
Fräulein. Und erste Frage, die Dekoration, die Sie gesehen haben, das ist der Vorplatz eines ungarischen Schlosses, welches einer schönen, reichen Gräfin gehört. Wie heißt die Gräfin? Frage los. Gräfin Maritza. Genau, das ist die Gräfin Maritza und die gleichnamige Operette. Die Melodie, das Lied, das gesungen wurde, sollte etwas verfremdet sein durch diese ungarischen Tänzer. Eigentlich spielt diese Operette in einem Hotel, das nach der Gegend benannt ist, aus der Adam und Eva vertrieben worden sind. Ja. Meine Frage, wie heißt diese Operette? Frage los. Hochzeit nach dem Paradies. Richtig, die Hochzeit nach dem Paradies von Friedrich Schröder. Und jetzt sehen Sie Margit Schramm in der richtigen Arie, die in diese Dekoration gehört hat. Das war ein Grund. Margit Schramm sang das Auftrittslied der Gräfin Maritza. Die Gräfin Maritza ist eine verwitwete, hübsche junge Dame, die in dem Stück nach Hause zurückkommt auf ihr Landgut, um eine fingierte Verlobung mit einem erfundenen Mann zu feiern. Meine Frage ist, wie heißt dieser Mann? Er hat den gleichen Namen wie ein Schweinezüchter aus einer anderen Operette. Frage los. Er heißt Chupan, ganz richtig, ja. Natürlich kriegt die Gräfin standesgemäß, wie sie gehört, in der Operette auch ihren Mann, einen verarmten Grafen, der als Verwalter auf ihrem Schloss sitzt. Leider hat er kein Geld und darum getraut er sich nicht, sie zu heiraten. Aber im richtigen Moment kommt dann eine reiche Tante und vererbt ihm einen Teil ihres Vermögens und damit ist der Hochzeit nichts mehr im Wege. Wie heißt dieser Graf? Frage los. Das weiß ich leider nicht. Wie heißt dieser Tassilo. Graf? Jawohl, das ist der Graf Tassilo, richtig. Damit hätten wir die erste Runde zu Ende und gleich einen Punkt für Sie, Herr Daues. Lieber Daues, jetzt Herr Darmstein's Daues, ich komme aus Hannover, ich bin Möbelkaufmann, verheiratet, ohne Kinder. Verheiratet, ohne Kinder. Was für Möbel verkaufen Sie? Moderne Möbel, alte Möbel? Alles, alles, was so geht. Was geht am besten? Geht alles. Geht alles. Die Leute, je nach Generation. Ne? Menschen brauchen Möbel. Genau. Möbel brauchen wir immer. Herr Daues, Sie sind aus Hannover. Ja. Und Ihre Liebe zur Oper datiert aus den frühen Jugendtagen mit, noch? Mit 14 Jahren in die Oper gegangen, sah Lohengrin, und da hat es mich gepackt. Und seitdem bin ich nun im 50. Jahr in unserem schönen Opernhaus. Ach, in einem wunderbaren... Ich mir erlaubt, Ihnen mal eine Abbildung mitzubringen. Ach, das ist ja ganz reizend von Ihnen. Ja. Ich glaube, das könnten wir vielleicht unseren Zuschauern zeigen, das Opernhaus das ist, folgendes. Von Hannover. Dürfen wir das mal zeigen? Sehen wir das hier? Die Oper ist 1850 vom König von Hannover als königliches Hoftheater gebaut worden, ist 43 total ausgebombt und durch Bürgerinitiative 1950 wieder aufgebaut. Schauen wir mal an. Wir haben ganz fantastische Aufführungen. Das ist fein, das weiß man ja auch über Hannover hinaus. Ja, ja. Und jetzt kennen wir auch, die es vorher nicht kannten, das Opernhaus von Hannover. Und wir wissen viel über Hannover, worüber Sie ja sehr froh sind. Hannover ist eine wunderschöne Stadt, es gibt die hinreisende Kästner-Gesellschaft ja auch bei Ihnen. Und dann schöne Herrenhäuser Gärten. Ja, und es gibt doch in Hannover so einen wunderschönen Friedhof, ein Park mit so wunderschönen vormärzlichen... sehr schöne Friedhöfe. Ganz schön. Hinreißend. Sie also, meinen vielleicht den Ingesoder Friedhof? Wahrscheinlich, ja. Also über Hannover wissen wir, ne? Ja. Und jetzt wollen wir hoffen, dass wir auch um die Opern genug wissen. Ihre erste Frage ist Rosalind Elias von der Met.
Elias von der Metropolitan-Oper in New York. Bevor ich Sie frage, erstmal den Punktestand nach der ersten Runde, Monika, bitte. Ja, das wäre für unsere Operettenkandidatin Fräulein Kunz 90 Punkte, aber auch unser Opernkandidat Herr Daues konnte bereits dafür 28 Punkte erringen. Sehr fein. Lieber Herr Daues, das Bühnenbild ist ein Soldatenlager und zwar aus der Oper Macht des Schicksals. Die Arie gehört aber in ein Zigeunerlager, in den Troubadour. Troubadour, genau, Azucena. Richtig. Und die Frage ist an Sie, wie heißt die Rolle? Azucena. Genau, Azucena, richtig. Jawohl. Der Troubadour ist eine sehr blutrünstige Oper, es gibt einige Tote. Und ich möchte Sie fragen, ob Sie mir eine der Figuren, die im Laufe des Stückes den Tod finden, nennen. Manrico, Graf Luna und Eleonore Inez. Genau, wunderbar. Wir sind also mit einer schon zufrieden, mit dem Manrico beispielsweise. Gut, damit wäre die erste Runde für Sie sehr gut zu Ende gegangen. Dankeschön. Noch einmal Rosalind Elias. Lieber Herr Daues, Sie sind so bewandert, dass ich Sie bitte, langsam zu antworten, erst die Frage mich stellen lassen. Wie heißt die Rolle, die diesen Rataplan... Er hat schon wieder vorher gesagt, Preziosilla, richtig. Das sind 30 Punkte. Bitte wieder warten. Es gibt hier wieder auch in dieser Oper zwei Tote knapp vor Ende des Stückes. Es sind Geschwister, können Sie mir eine der beiden Namen Leonore sagen? Leonore und Don Carlos. Beides richtig. Don Carlos und Leonore, das sind wiederum 30 Punkte. Die ersten hat sie mir nicht angeschrieben. Na, die sind schon angeschrieben. Sie haben so schnell geantwortet. Also, die Hannoveraner Schulung hat sich sehr, sehr gut bewährt. Schönen Dank. Ja, meine Damen und Herren zu Hause, jetzt sind Sie wieder dran mit der Heimseher-Frage. Es waren zwei Königskinder.
Ein Gedicht, das sehr viele Komponisten zu Liedern inspiriert hat. Wir haben ein Volkslied ausgesucht, ein Operettenlied von Lehár und eines der vielen Kunstlieder, und zwar von Reinecker. Sie sollen uns wieder schreiben, welches das Volkslied, welches das Kunstlied und welches das Operettenlied ist. Unser Interpret ist Harald Serafin, begleitet am Flügel von Wolfgang Ebert. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Ach, Liebster, könntest du schwimmen, so schwimme doch her zu mir. Drei Kerzen will ich dir zünden, sie sollen leuchten dir. War dieses erste Lied das Volkslied oder das Kunstlied oder Sie hören das zweite? Es waren zwei Königskinder. Ich glaube, sie hatten sich lieb. Sie konnten beisammen nicht kommen. Wie einst dies ein Dichter beschrieb, der Prinz, der blieb aber verschlossen. Er hatte dafür seinen Grund, das hat die Prinzessin verdrossen. Warum er nicht auftat den Mund? Da hat nun die Dame Prinzessin getrieben ein grausames Spiel. Sie gab ihre Hand einem andern, und das war dem Prinzen zu viel. Du gnädige Dame Prinzessin, du tatest daran gar nicht recht. Du bist auch nicht besser als andere vom schwachen, koketten Geschlecht. Doch glaubst du, dass ich mich drum kränke? Haha, da täuschest du dich, im Traum ich nicht daran denke. Das sagte der Prinz und nicht ich. Und weiter, da sagte der Prinz noch, da nimm ihn, er sei dir vergönnt. Drauf ist er von dannen gegangen. Und das tu ich auch. Kompliment! Das Lied werden Sie sicher erkannt haben. Übrigens bei der Gelegenheit, der Originaltext heißt tatsächlich, Sie konnten beisammen nicht kommen. Wir sind gewohnt zu singen, Sie konnten zusammen nicht kommen. Wir wollten Ihnen auch mal den Originaltext zeigen. Und jetzt kommt die dritte Version. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Das Wasser war viel zu tief. Ach, Liebster, könntest du schwimmen, so schwimme doch her zu mir. Drei Kerzen will ich dir zünden,
die sollen leuchten dir, die sollen leuchten dir. Da saß eine falsche Nonne, die tat so, als ob sie schlief. Sie täte die Kerzen ausblasen, der Jüngling ertrank so tief, der Jüngling ertrank so tief. Vielen Dank, Harald Serafin, vielen Dank. Das letzte Mal waren Sie bei uns zu Gast mit Ihrer Frau Mirjana Irosch. Damals haben Sie mit ihr zusammen in Wien die Lustige Witwe gespielt. Sehr richtig, ja. Und jetzt spielen Sie oder spielten Sie die Lustige Witwe wieder in Frankfurt? In Frankfurt mit Anja Sieber. Mit Anja, Sie sind also der reisende Danilo. Exakt. Außerdem spielen Sie momentan in Wien, glaube ich, am Theater in der Wien. Ja, den Petruchio in Kiss Me Kate. Soll ein großer Erfolg gewesen sein, eine Traumrolle, gell? Ja, sehr richtig. Ich wünsche weiter alles Gute. Ich danke Ihnen. Empfehlung an Ihre Frau. Danke. So, und meine Damen und Herren, Sie schreiben Ihre Postkarte wie bekannt an folgende Adresse: 65 Mainz 500. Kennwort: erkennen Sie die Melodie. Die österreichischen Zuschauer schreiben an das österreichische Fernsehen: Postfach 444 1041 Wien. Wir haben Sie gefragt, in welcher Reihenfolge die drei Lieder dargeboten wurden. Und jetzt möchte ich von der Monika ganz richtig die Punkte bitte haben. Ja, im Moment haben wir folgenden Punktestand. Unsere Operettenkandidatin hat 90 Punkte und unser Opernkandidat 148 Punkte. Na, Hannover ist in Führung. Jetzt kommt also Graz an die Reihe, Österreich. Herr Wolfgang Ibler, ja. Sie sind Student. Was studieren Sie? Architektur. Innenarchitektur oder nein, auf der Technik, Hochbau? Das ist Hochbau. Tiefbau, werden Sie Häuser oder Straßen bauen später? Ja, auf jeden Fall Häuser. Auf jeden Fall Häuser. Ihre Liebe zur Musik datiert woher? Ich habe früher im Kinderchor gesungen bei uns in der Oper. Und so. Und Jazzkapelle irgendwie nein, gehabt, nein. Nicht? Also wie Studenten sind. Das Musical, gibt es besondere Musicals, die Sie mögen? Ja, Hair. Hair, natürlich. Hair haben wir nicht für Sie heute. Wir haben ein neueres Musical. Und ein etwas älteres, ich hoffe, dass Ihnen beide nicht ganz unbekannt sein werden. Hier erstmal unser Story-Ballett.
Ballettpantomime ist wieder von Gunther R. Eggert choreografiert gewesen. Es ist ein Musical, das weniger bekannt ist, auf das wir hier anspielen. Ein Musical, mit dem Vico Toriani vor kurzer Zeit durch die Lande gezogen ist. Aber es ist nach einem recht bekannten Boulevardstück geschrieben worden. Es gibt auch einen amerikanischen Film. Wissen Sie zufällig oder können Sie kombinieren, wie dieses Musical, genau nämlich wie auch das Boulevardstück heißt, fragelos. Boing, boing. Boing, boing, ganz richtig, die Geschichte vom Flugkapitän, der etwas zu viele Lieben hat nach dem Flugplan. Die Musik haben Sie hoffentlich erkannt, sie stammt aus einem berühmten Musical der 40er Jahre, fragelos. Annie Get Your Gun. Es ist Annie Get Your Gun, richtig. Annie Get Your Gun, wer ist der Komponist von Annie Get Your Gun? Irving Berlin. Irving Berlin, ganz richtig. Es geht dabei, wie wir alle wissen, um die Geschichte eines Mädchens namens Annie Oakley, eine sehr gute Schützin, ist eine wahre Geschichte aus dem alten Wilden Westen, die mit einem sehr berühmten Westernheld, der dann einen Zirkus aufmachte, da zusammen ist. Und ich möchte Sie fragen, wie heißt dieser jedem Kind bekannte Westernheld? Frage los. Buffalo Bill. Buffalo Bill. Richtig, damit sind sämtliche Musical-Fragen auch richtig beantwortet. Und können wir die Punkte schon haben von der Monika? Ja, das wäre für unsere Operettenkandidatin Fräulein Kunz 90 Punkte, für unseren Opernkandidaten Herrn Dawes 148 Punkte und für unsere Musical-Kandidaten Herrn Ibler 120 Punkte. Gut, Herr Ibler. Und jetzt sehen Sie ein Medley aus Annie Get Your Gun mit Marlene Scharell und Heinz Peters. Frau meiner Träume, die müsste sein, so rein und so schön wie der Sonnenschein. In Seide zart wie ein Hauch schwebt sie hin und nach Eau de Cologne riecht sie auch. Die Nägel poliert sie nicht sonntagslos, und wenn ich ihr sage, auf meinem Schoß ist ein Schätzchen, statt zu murren, wird sie schnurren wie ein Kätzchen. Die Frau meiner Träume, ja gerade so müsste sie sein. Auf meinem Schoß ist ein Plätzchen, komm mein Schätzchen, statt zu schnurren wie ein Kätzchen, die Frau meiner Träume, ja, gerade so müsste sie sein. Rechne ich das, was ich hab und was ich nicht hab, was kommt daraus? Ich komm mit wenig wie ein König aus. Zähl ich nach, was ich an Luft und Duft und Licht hab, dann schöpf ich Mut, denn die Bilanzen sind im Ganzen gut. Gold und Silber auf der Bank hab ich nicht, aber Gott sei Dank, ich hab die goldene Sonne und den Silbermond. Im Schrank hab ich auch nicht, doch Gott sei Dank, ich hab die goldene Sonne und den Silbermond. Goldig weckt mich der Sonnenschein, silbern hüllt mich der Mondschein ein. Ohne Doktor bleib ich schlank, und zur Kur, falls ich auch mal krank, hab ich die goldene Sonne und den Silbermond. Und mit dem Gold und dem Silber hab ich manchmal schon Miete frei gewohnt.
eine wundervolle Frau und sie dich lieben. Nun geh und sagen, dass auch du sie lieben. Your Gun von Irving Berlin. Irving Berlin, einer der großen Männer des amerikanischen kommerziellen Musiklebens, hat erst sehr spät mit Musicals begonnen. Schon in den, ich glaube, 10er Jahren und 20er Jahren dieses Jahrhunderts hat er mit Schlagern begonnen. Er hat irrsinnig viele Filmmusiken geschrieben, Filme, die um die ganze Welt gingen. Und erst, ich glaube, 1942 war die Uraufführung von Annie, Get Your Gun. Ursprünglich sollte dieses
dieses Sujet von Jerome Kern vertont werden. Aber Jerome Kern starb, noch ehe die Ausführung gelang. Irving Berlin sprang in die Bresche und hatte auf Anhieb mit seinem ersten Musical einen Welterfolg. Es sind noch etliche andere Musicals nachgekommen, eines hieß Mr. President, aber diese waren dann nicht mehr so bedeutend. Trotzdem ist Irving Berlin immer noch der große alte Mann des amerikanischen Schlager-Business, des amerikanischen Musikgeschehens. Damit, glaube ich, habe ich genug erzählt. Wir steigen ein in das Ratekarussell. Bitte kommen Sie mit. Diesmal haben wir für Sie, kann man mich sehen? Ja, man kann mich sehen. Diesmal haben wir für Sie Märsche als Themen gewählt. Märsche, die Sie hoffentlich kennen. Wir haben sie nicht verfremdet dargebracht. Also ganz einfach diesmal. Der River Kwai-Marsch, Sie werden ihn ganz genau erkennen. Dann ein Trauermarsch, den Sie sicherlich auch nicht für unbekannt finden werden. Alte Kameraden, ein Marsch. Du bist verrückt, mein Kind. Kennen wir, was? Dann der türkische Marsch, ein siamesischer Marsch aus einem Musical, der Radetzky-Marsch, der Triumphmarsch und der Torero-Marsch. Einfacher geht's nicht, bitte steigen Sie ein. Ich drücke Ihnen die Daumen, toi, toi, toi. Erkennen Sie die Melodie? Also, das waren die Märsche. Jetzt werden wir mal schauen, wer gut marschieren kann. Der Trauermarsch ist zum Triumphmarsch geworden, Fräulein Kunz. Damit kommen wir nicht weiter, aber der türkische Marsch stimmt. Der Torero-Marsch stimmt auch. Der River Kwai ist richtig. Der siamesische. Du bist verrückt, mein Kind, stimmt auch. Daher sollte der Triumphmarsch kommen. Der Trauermarsch sollte daher kommen, wo Sie die alten Kameraden hatten. Und der Radetzky-Marsch ist wieder richtig. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 richtige. Stimmt. Die nächste Auflösung. Mal sehen. Das ist der Herr Daues. Also, der Trauermarsch ist richtig. Der türkische Marsch ist richtig. Der Torero ist richtig. Der River Kwai stimmt. Der siamesische stimmt, du bist verrückt, mein Kind, stimmt. Triumphmarsch, alte Kameraden, Radetzky-Marsch. 9 richtige, Herr Daues. Und der Herr Ibler hat einen richtigen Trauermarsch, einen richtigen türkischen, einen richtigen Torero. Stimmt, 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 stimmt. Auch Graz ist mit 9 richtigen vertreten. Und jetzt zeigen wir Ihnen mit den Melodien die richtigen Motive. Bitte Musik ab. Der Trauermarsch von Chopin. Und hier der türkische Marsch von Mozart, jedem klavierspielenden Kind bekannt. Auf in den Kampf, Torero, Carmen Bizet. Eindeutig nicht verfremdet. Und hier ebenso eindeutig der River Kwai-Marsch.
aus The King and I, aus dem Musical von Rodgers und Hammerstein, Der Marsch der siamesischen Kinder. Du bist verrückt, mein Kind. Hoppla. Und hier, Triumphmarsch, Aida wieder ganz klar. Ein Militärmarsch, alte Kameraden. Und jetzt, damit auch Österreich vertreten ist, der Radetzky-Marsch von Johann Strauss, Vater. So wäre es richtig gewesen. Ich glaube, es war nicht besonders schwer. Wie sehen unsere Punkte aus, Monika? Kommen Sie bitte hier. Am dritten Platz mit 540 Mark ist unsere Operettenkandidatin Fräulein Kunz. Fräulein Kunz, 45 Mark, besser wie nix. Gratuliere. Am zweiten Platz unser Musical-Kandidat mit 1.080 Mark. 1.080 Mark nach Graz, sehr viel Geld, Herr Schilling. Herr Ebel, ich gratuliere. Und am ersten Platz unser Opernkandidat mit 1.332 Mark. Herr Daus, ich gratuliere Ihnen. Grüßen Sie Hannover und seien Sie weiter ein so stolzer Vertreter Ihrer Stadt. Danke. Auf Wiedersehen, Frau Kunz, ich habe mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen, lieber Herr Ebel. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich hoffe, Sie schalten wieder ein, wenn wir Sie fragen wollen, erkennen Sie die Melodie.